Schaut euch bloß keine YouTube-Videos an. Da könnt ihr so viel Fehler lernen, die werdet ihr nie wieder los. Geht lieber zu einer Schulung vor Ort. Wenn ihr genau dieser Meinung seid, dann solltet ihr jetzt hier sofort abschalten. Aber wie so oft im Leben, liegt die Wahrheit irgendwo mittendrin. Hallo erstmal. Und man kann sagen, da gibt es so zwei geteilte Lager, also zwei Lager. Zum einen sind es diejenigen, die YouTube-Video-Online-Schulungen komplett ablehnen. Das sind oftmals Leute, die schon Erfahrung haben im Nageldesign-Bereich, die selbst ein Nagelstudio haben, auch schon meistens viele Schulungen selbst besucht haben. Und auf der anderen Seite stehen die Anfänger, die noch gar keine Ahnung haben von der Materie, von der Fülle der Informationen komplett überfordert sind und eigentlich froh sind, dass es so eine Plattform für den Einstieg ins Nageldesign überhaupt gibt. Ich finde das Online-Lernen im theoretischen Bereich richtig gut und das aus mehreren Gründen. Eine Vorortschulung geht meistens so 1 bis 3 Tage und wenn ich dann also das erste Mal in so einer Schulung sitze, dann prasseln die Informationen auf mich ein. Das kann ich gar nicht alles verarbeiten. Also da kann man sagen, so 30% bleiben hängen von dem, was ich gesehen und gehört habe. Der Rest geht alles so hinten wieder rüber. Wenn ich zu Hause lerne, dann kann ich das ganz in meinem Tempo machen, so wie ich das möchte, so lange, bis ich das drauf habe. Da ist natürlich vorausgesetzt, dass auch das, was ich lerne, wirklich stimmt. Denn mir ist auch schon oft zu Ohren gekommen, dass gerade theoretischer Bereich Richtung Chemie selbst gehypte Trainer manchmal ein bisschen Unsinn erzählen. Bei einer Vorortschulung, wenn dann alle da sitzen, den Trainer auf die Lippen stieren und lauschen, was da erklärt wird, dann wird das keinem auffallen, denn es sind ja alle da, um erstmal überhaupt mit der Materie sich zu beschäftigen und das Ganze dort zu lernen. Online sieht das wieder ganz anders aus. Also das ist ja ein breites Publikum, da sind ja jetzt nicht nur 1 oder 10 Leute, die das sehen, sondern wirklich viele Leute mit ganz unterschiedlichen Wissensständen. Und wenn man da wirklich viel Unsinn erzählt, dann wird es garantiert oder ganz sicher, also ich bin mir da ziemlich sicher, wieder Worte in den Kommentaren geben. Und da ist es nun wieder unterschiedlich von Betreiber zu Betreiber, wie da jeder drauf reagiert. Der eine ist dankbar und ich muss sagen, wenn ich einen Fehler da habe und mich weist jemand drauf hin, dann bin ich auch sehr dankbar, denn dann gibt es eine konstruktive Diskussion. Es ist für jeden was, dass er da was dabei lernen kann. Und wichtig ist ja aber bei der ganzen Sache, dass das Ganze natürlich sachlich, konstruktiv bleibt und nicht beleidigend wird. Gibt aber auch wieder andere Betreiber, die fühlen sich dann so ein bisschen angegriffen, vom Thron gestoßen, fangen dann an zu beleidigen oder schalten solche Kommentare, also löschen Kommentare erstmal oder schalten ganz die Kommentarfunktion ab. Aber manchmal entstehen Fehler einfach nur dadurch, dass man das Gesehene oder Gehörte falsch interpretiert. Bestes Beispiel dafür, dieser Handschuh. Wenn ich jetzt im Nagelstudio, wenn ich jetzt YouTube-Videos manchmal sehe, dann ziehen diejenigen, die sich selbst die Nägel machen, sich erstmal Handschuhe an. So, der eine. Und der, wo man sich dann den Nagel machen will, da schneidet man einfach die Spitze vorne ab. Na, das ging aber auch schon mal besser. So. Sieht dann so aus. Jetzt könnte ich natürlich als Zuschauer denken, aha, das muss so sein. Also im Nagelstudio, die Nageldesignerin hat ja auch Handschuhe an. Aber meistens hat das einen ganz anderen Grund, den man gar nicht weiß. Oftmals ist, also in der Regel ist es ja so, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe und so geht's uns meistens beim Nägel oder beim Videomachen auch. Man kommt einfach nicht dazu, sich selber die Nägel zu machen und um blöde Kommentare zu vermeiden, behilft man sich so.
Also wenn ich mir jetzt zu Hause alleine die Nägel mache, dann sollte ich auf keinen Fall Handschuhe tragen. Jetzt könnte man natürlich denken, naja, es ist zwar unsinnig, aber es ist jetzt nicht direkt ein grober Fehler. Handschuhe haben ein hohes Allergierisiko. Die zerstören die natürliche Hautschutzbarriere. Da habe ich auch schon mal einen Artikel direkt drüber gemacht, den verlinke ich euch unten nochmal, könnt ihr nochmal genau nachlesen, wie das Ganze zusammenhängt. Und in dieser kurzen Zeit, in der ich das Ganze, also jetzt das Ganze hier erzähle, merke ich schon, wie ich in den Handschuhen schwitze. Das kennt ihr ja sicherlich auch. Die meisten, die schon mal Handschuhe anhatten, wissen das, dass das ruckzuck losgeht, dass man da drin schwitzt. Und das ist eigentlich das, was unsere Hautschutzbarriere zerstört, dieser Schweiß. Dadurch ist unsere Haut nicht mehr geschützt. Und wenn ich als Anfänger jetzt arbeite, dann brauche ich ja jetzt nicht nur die 3-4 Minuten, wie ich jetzt hier beim Erzählen, sondern ich brauche dafür viel länger. Und meine Haut weicht richtig auf, die Hautschutzbarriere ist zerstört. Und es ist ein extrem hohes Allergierisiko, wenn ich jetzt mit den Materialien in Berührung komme. Das ist ein Unterschied zum Nagelstudio, wo die Nageldesignerin der Kundin die Nägel macht und nicht sich selber. Also es ist ganz wichtig, hier den Kontakt zu vermeiden mit den Materialien, und deshalb ist es auch wichtig, dass man gar nicht erst die Handschuhe anzieht, sondern einfach sich selber, wenn man sich selber die Nägel macht, das Ganze ohne Handschuh. Was mir auch oft in Bezug mit Handschuhen vor die Linse kommt oder vor Gesicht kommt, wenn jemand die Nägel vorbereitet, dann wischt man so mal, um zu gucken, ob der Staub weg ist oder alles anmattiert ist, mal kurz mit dem Daumen drüber. Also wenn ich das jetzt mit den normalen Finger, käme ich gar nicht auf die Idee, dann würde ich ja denken, ah, kommt Fett auf den Nagel. Aber ich habe ja Handschuhe an, da kann ja gar nichts passieren. Das ist auch bei vielen schon so ein gewisser Automatismus. Das macht man ganz automatisch. Man fängt an anzurauen und dann geht man nochmal so drüber, um zu gucken, ob man alles hat. Hautfett lässt sich natürlich von Handschuhen genauso gut übertragen wie von dem Finger selber. Dann ist es zwar in dem Moment nicht mein Hautfett, aber ich habe ja die Kunden vorher angefasst, gehalten oder irgendwo berührt. Und das trage ich in dem Moment dann natürlich wieder auf den Nagel drauf, wenn ich da so drüber streiche. Also Leute, beobachtet euch einfach mal, ob ihr das auch macht. Und da ansonsten, wenn ihr es macht, gewöhnt euch auf alle Fälle ganz, ganz fix wieder ab. Was ich öfters auf Acrylvideos sehe, ist, dass viele oder einige nach der Materialaufnahme, Hilfe, mein Zeugs, nach der Materialaufnahme den Pinsel mitsamt der Kugel nochmal auf dem Zewa absetzen. Also Material aufnehmen und dann nochmal rücklings aufs Zewa drücken, um dem Material die Feuchtigkeit zu entziehen. Jetzt könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, das muss so sein. Denn das machen ja schließlich auch erfahrene Trainer. Es ist jetzt kein direkter Fehler. Das kann man mal machen, wenn man merkt, man hat das Mischungsverhältnis verboxt. Also das passiert zum Beispiel vor der Kamera. Also wenn man aufgeregt ist, so was zeigen will, dann geht das schon mal schief. Dann hat man das richtige Mischungsverhältnis nicht erwischt. Und wenn ich dann auf das Tuch gehe, dann zieht es das nochmal raus. Oder ich sehe es manchmal auch nicht vor der Kamera, dass irgendwas verdeckt ist. Ich kann den Kopf nie drehen dabei. Und dann passieren natürlich solche Sachen. Aber das ist ein Instrument, um mit seinem Material umgehen zu können. Also das kann man auch mal machen, wenn man zum Beispiel für 3D-Modellage eine Kugel braucht, die wirklich richtig fest ist. Dann kann ich da nochmal schnell Feuchtigkeit rausziehen, dann dauert es nicht so lange, bis es ausgehärtet ist. Aber für den normalen Alltag sollte man sich das antrainieren, dass man direkt am Topf das Mischungsverhältnis schon regelt. Dass man weiß, wie man das Material aufnehmen kann. Muss. Das sollte man sich so mit diesen Tupfen ans Tuch gar nicht erst angewöhnen, denn das bringt zwei Probleme mit sich. Zum ersten, es stinkt die Hütte aus. Also das Liquid ist ja eine monomere Flüssigkeit, und wenn das ganze Tuch voller Liquid ist, dann verfliegt das ganz schnell im Raum und es stinkt bestialisch. Und zum anderen, es wird auch teuer mit der Zeit. Wenn ich die Hälfte als Duftlappen im Raum an einem
Ceva liegen habe, dann muss ich natürlich bei Zeiten wieder neues Liquid kaufen. Es wird einfach teuer und ist komplett sinnlos. Also hier ist unser Ziel eigentlich, von Anfang an das richtige Mischungsverhältnis zu trainieren, dass man so eine Sachen gar nicht erst machen muss, sondern wirklich mal im Notfall es anwenden kann. Aber ansonsten immer richtiges Mischungsverhältnis direkt am Pinsel. Und was mir auch oft auffällt, ist, dass diese armen Rotmörderhaarpinsel grundlos malträtiert werden. Und zwar indem man vor jeder Puderaufnahme den Pinsel gründlichst im Liquid auffächert, um die Luft rauszulassen aus dem Pinsel, damit man am Ende keine Luftblasen im Material hat. Ich weiß nicht, wer diesen Quatsch in die Welt gesetzt hat, aber der hält sich hartnäckig. Luftblasen entstehen dann, wenn das Acrylpulver von minderer Qualität, sage ich mal, und wenn ich beim Modellieren da so drinne rumpatsche, dass ich sie am Ende selber rein stupse, da ich, wenn ich sonst wie so eine Hände auf dem Mist rumpicker da drin im Material. Das Einzige, was ich eigentlich durch dieses Auffächern, dieses ständige Auffächern erreiche, ist, dass ich Reste, die noch im Pinsel drin hängen, durch dieses ständige Aufdrehen des Pinsels direkt in den Pinselkörper hineinschiebe. Und wer da noch nicht so erfahren ist, dem fällt das nicht mal auf. Und irgendwann sieht das Ganze dann mal wie so ein Rasierpinsel aus hier. Und wenn ich dann natürlich irgendwo versuche, Fragen stelle, wie kann das sein, dann kommt als erster Kommentar, hast einen billigen Pinsel gekauft, musst dir einen teuren kaufen. Wenn ich da genauso vorgehe, sieht der teure Pinsel auch nicht anders aus, ich habe nur wesentlich mehr Geld verbrannt. Ich kann den Pinsel problemlos mal im Liquid auffächern, also wenn ich den sauber mache, dann gehe ich vorsichtig ins Liquid, fächer den auf, guck, sind da noch Reste drin, aber mache das Ganze wirklich nur zum Reinigen, kontrolliert und sehr vorsichtig. Denn mit diesem extremen Druck, den man auf den Pinsel auswirken soll, damit er richtig auffächert, drücke ich jedes Mal die schönen Rotmörderhaare über diese Metallzwinge und das ist eine recht scharfkantige Angelegenheit. Und welches Naturhaar hat das gern, ständig über so eine harte Metallkante gepresst zu werden? Keins, also es dauert nie lange, brechen die Haare ab, dann kommt wieder der Kommentar, hast du einen billigen Pinsel? Nein, ich habe den Pinsel falsch behandelt. Also zur Reinigung kann ich das mal machen. Vorsichtig, mit Gefühl, kontrolliert. Und ansonsten das mit dem Entlüften, das vergessen wir einfach mal wieder. Was mir zu Hochzeiten des One-Strokes sehr oft aufgefallen ist, und man sieht es heute auch ab und zu immer noch, dass man sich seine Farben so einfach auf dem Handrücken mischt. Ist ja praktisch, hat man ja immer dabei. In seltensten Fällen hat man allerdings dafür Körpermalfarbe. Also die Farbe ist eigentlich gar nicht ungeeignet überhaupt auf der Haut anzuwenden. Also Leute, nehmt euch dafür eine Kachel oder irgendwas anderes, auf der ihr das mischen könnt. Denn dann sind wir wieder beim Thema Allergien. Und was auch sehr oft empfohlen wird. Wo ist es? Wenn deine Nägel nicht so richtig, also wenn dein Versiegler nicht so richtig glänzt, dann musst du das Öl so lange einpolieren, bis es richtig quietscht. Der Glanz ist meistens nie lange von Dauer. Oftmals so lange, bis das Öl wieder ab ist. Aber das ist ja noch nicht mal das Schlimmste daran. Viel schlimmer ist eigentlich, dass ja eine Schwitzschicht eigentlich eine Schicht Gel ist, die nicht ausgehärtet ist. Und darin sind alle Stoffe, die das Versiegelungsgel enthält. Und die können zum Teil natürlich auch allergen und reizend sein. Und wenn man das dann so richtig schön über die Haut poliert, ja, dann arbeitet man das richtig tief in die Haut ein und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man wieder eine Allergie bekommt. Also Leute, lasst den Quatsch einfach sein. Bis zum nächsten Mal.